Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. So, dann begrüßen wir euch ganz herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den VfB Lübeck. Die Partie endete mit 7:2. Ich begrüße euch hier im Pressekonferenzraum die beiden Cheftrainer, unseren Gästetrainer Florian Schnurrenberg und unseren SGD-Chefcoach Markus Anfang. Herr Schnurrenberg, Ihre Einschätzung zuerst zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag zusammen. Markus, Glückwunsch an dich und deine Mannschaft zum Heimsieg. Ich glaube, heute haben wir so ungefähr alles mitgenommen, was man in so einem Fußballspiel vielleicht, wenn man punkten will, nicht mitnehmen sollte. Ich glaube, wir haben uns viel vorgenommen, geraten dann durch einen abgefälschten Schuss in Rückstand. Ich möchte aber heute bei dem Ergebnis gar nicht das ganze Spiel analysieren. Muss sagen, wenn wir einen anderen Spielverlauf heute gewollt hätten oder eine Chance auf einen anderen Spielverlauf gehabt hätten, war sicherlich die Situation, als Belema an Broll scheitert, zu dem Zeitpunkt stand es noch 2-0, haben dann zwar auf 3-1 verkürzt, aber in Summe, was wir heute alles mitnehmen, rote Karte, boah, ich glaube fünfte gelbe, zwei gefühlte Eigentore, Elfmeter verschossen. Tut die Niederlage in der Höhe natürlich extrem weh, vor allem wenn wir dann auch hier noch zwei Kontertore bekommen, wo wir vorher besprochen haben, dass Restverteidigung in den Situationen wichtig ist oder ins Gegenpressing zu kommen. Das ist uns nicht gelungen. Und dann haben wir natürlich die Wucht vom Stadion, aber auch vom Gegner, der eine große Qualität hat, gespürt. Die 7 Gegentore, die machen schon was mit uns heute, ja, für den Moment. Trotzdem müssen wir uns schütteln, das ablegen. Und wir wissen auch ganz genau, dass wir so im Abstiegskampf final keine Chance haben werden. Aber ich sage auch ganz klar, wenn das heute alles war, ja, einmal 7 zu bekommen und bei den anderen Spielen, die jetzt kommen, die für uns dann vielleicht eher auf Augenhöhe sein werden, ja, dass wir diese Dinge, die wir beeinflussen können, in unsere Richtung beeinflussen. Wobei zur roten Karte, muss ich sagen, habe ich gerade eben nochmal gesehen, war tatsächlich keine. Vielleicht haben wir deswegen auch noch einen Elfmeter bekommen. Ich weiß es nicht, die sehen, muss ich nochmal sehen. Aber war für uns maximal bitter und ich denke, das Ziel muss sein, zu Ende zu spielen und dann gewisse Sachen nach vorne, die heute gar nicht so schlecht waren, auch dann mal abzuliefern. Aber was heute desolat war, war natürlich unser Abwehrverhalten und so können wir nicht bestehen und deswegen wird das Aufgabe sein, das sehr, sehr schnell zu verbessern. Nichtsdestotrotz werden wir den Kopf auch wieder heben nächste Woche und dann haben wir Duelle vor uns, wo wir hoffentlich punkten können. Markus, dir und deiner Mannschaft alles Gute und vielen Dank. Herr Schnurrenberg, vielen Dank. Markus, deine Einschätzung bitte. Ja, hallo zusammen. Dankeschön für die Glückwünsche. Ja, wir haben das Spiel heute sind ein bisschen anders angegangen als vielleicht die letzten Wochen. Wir haben gesagt, okay, am Anfang gehen wir vorne drauf und dann ziehen wir uns zurück und dann lassen wir den Gegner mal spielen und versuchen einfach mal in Umschaltbewegungen reinzukommen. Und ich finde, das hat ganz ordentlich geklappt. Wir haben viele Umschaltmomente gehabt. Wir haben auch daraus dann unsere Torchancen und unsere Tore gemacht. Können dann, glaube ich, so ja nach dem 3-0 können wir eigentlich das 4-0 machen, was eigentlich verrückt klingt, aber über Jakob Lemmer und im Gegenzug kriegen wir dann das 3-1. Ich muss aber auch sagen, dass wir vorher schon das 2-1 kriegen können, wo der Gegner das auch gut durchgespielt hat. Und dann hast du so einen Spielverlauf mit einer roten Karte. Ich habe das auch im Fernsehen gesehen. Das ist halt so entschieden. Das ist, ja, haben halt schon ein paar Mal erlebt im Fußball, dass es manchmal so läuft. Und wir kriegen dann auch 2 Elfmeter gegen uns. Ja, ist auch manchmal so im Fußball. Ich finde aber, dass wir heute eine Sache halt sehr, sehr gut gemacht haben. Und zwar, dass wir viele Torraumszenen kreiert haben, viele Bälle in 16er gespielt haben. Man kann jetzt davon sprechen, dass sie dann abgefälscht worden sind und reingegangen sind. Wie oft war das bei uns schon der Fall? Und jetzt haben wir halt auch einfach mal viele Torraumszenen kreiert. Wir haben viele Abschüsse gezogen. Vielleicht wird er mal abgefälscht, vielleicht geht er dann mal selber rein. Das haben wir heute so ein Stück erzwungen. Wir haben vielleicht in einigen Phasen hätten wir es nochmal sauberer spielen können. Aber ich finde insgesamt, waren wir schon sehr druckvoll, auch was die Torabschüsse bezogen und haben es so ein bisschen erzwungen, dass vielleicht das ein oder andere Tor fällt. Ich finde auch, dass Lübeck das gar nicht so schlecht gemacht hat, also eine Mannschaft, die auch da mutig nach vorne gespielt hat. Wir wussten natürlich, dass die hohen Außenverteidiger dann auch immer wieder gefährlich mit Flanken sind. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann Räume dahinter, wenn du den Ball gewinnst und in den Umschaltmomente reinkommst. Hat heute geklappt. Ich freue mich über 7 Tore. Auch wenn vielleicht das ein oder andere Tor vermeidbar gewesen wäre für den Gegner. Und trotzdem haben wir die ein oder andere Chance noch liegen lassen. Also wir nehmen das Danken an. Die Jungs haben sich das erarbeitet, haben sich das erkämpft. Und ich bin heute mal sehr glücklich damit und vor allen Dingen froh, dass wir unsere Zuschauer
mal zufrieden wieder nach Hause schicken können, gerade bei Heimspiel, weil da haben wir bisher immer super gespielt und irgendwie haben wir das Tor nicht gemacht. Da hätten wir vielleicht ein bisschen aufteilen können, die 7 Tore, aber ich nehme es halt so, wie es jetzt ist. Euch alles Gute. Ich glaube, dass ihr auch eine sehr, sehr gute Mannschaft habt. Klar, mit den Sperren ist natürlich dann immer schwierig, kann ich dich total verstehen. Aber ich glaube, ihr werdet das auch meistern. Alles Gute für euch. Danke. Danke dir, Markus. Dann ist noch Zeit für Sie und euch Fragen zu stellen. Kurzes Handzeichen. Jens Maßlich, Morgenpost, macht den Start. Herr Anfang, wie erleichtert sind Sie denn jetzt, dass es mit so einem deutlichen Sieg im Rücken nach Aue geht und nicht mit 3 Niederlagen hintereinander? Ich habe mir über Niederlagen keine Gedanken gemacht. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, wie ich bin. Also ich mache mir über das Gedanken, was ich beeinflussen kann. Das ist das nächste Spiel. Und das war jetzt heute so. Und ich finde, dass die Jungs sich das erarbeitet haben und auch am Ende dann auch ein Stück verdient haben, dass sie das Spiel gewonnen haben. Und ich bin immer so bei dieser Spielleistung an sich, die ich bewerte, mit den Jungs auch immer wieder bespreche. Und ich finde, dass wir in Ingolstadt nicht unsere Top-Leistungen gebracht haben. Ich finde, heute waren wir wieder noch mal ein bisschen besser als in Ingolstadt. Ich glaube, wir haben aber auch schon Top-Leistungen gebracht und das gibt uns Selbstvertrauen. Deswegen, wir wissen unabhängig vom Ergebnis, was wir können und wir wissen auch, wenn wir das auf den Platz bringen, dann haben wir immer Chancen, unsere Punkte zu holen. Aber klar, jetzt steht natürlich ein Derby, haben wir jetzt vor der Brust und werden wir alles für tun. Dafür werden die Jungs jetzt regenerieren und dann werden wir uns auf das Spiel vorbereiten. Patrick Franz, Bild-Zeitung. Die Mannschaft war ja am Mittwoch noch beim Paintball. Hat das nochmal irgendwie so den Reset-Knopf oben irgendwie gedrückt? Wie hat das der Mannschaft vielleicht auch gut getan? Weil heute nach 30 Minuten waren, glaube ich, 3 Torschüsse, eigentlich ja wenig, aber alle 3 drin. Das war's. Ich schicke die jetzt jedes Mal zum Paintball. Und anscheinend haben sie danach Zielwasser getrunken und machen dann die Tore. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Faktor ist, aber es zeigt einfach, dass diese Mannschaft intakt ist und funktioniert. Und wir hatten jetzt vor dem Spiel die Situation, dass viele darüber gesprochen haben. Wir haben jetzt nach der Winterpause einfach noch nicht die Ergebnisse erzielt. Aber die Mannschaft ist intakt und sie funktioniert. Er hat mich das ja auch bei der PK vor dem Spiel gefragt. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Also wenn sie dann immer Paintball spielen müssen, damit wir Tore machen, dann sollen sie das machen. Da habe ich auch kein Problem damit. Wir hatten nur Schwierigkeiten damit, weil der eine oder andere auch immer mal wieder was abbekommen hat. Und wir dann auch gucken müssen, dass sie dann dementsprechend nicht zu viel Muskelprobleme haben nachher. Aber ich glaube, einer hat sogar einen auf die Stirn bekommen, aber ist alles gut gegangen. Ist das taktische Konzept, sag ich mal, dass man sich auch zurückzieht, was in der Zukunft öfters Sinn machen kann in der dritten Liga, beziehungsweise klappt das überhaupt, weil ja viele Gegner bei der Überlegenheit und auch bei dem Personal, was Dynamo ausstrahlt, sich vielleicht gar nicht darauf einlassen würden? Ja, es ist immer wieder eine Möglichkeit, damit auch zu arbeiten und darauf zu reagieren. Und Lübeck hat es ja auch dann mit Ball sehr gut gemacht. Und wenn sie durchgekommen sind, so wie bei der Szene, die sie zum 2-1 hätte führen können, dann nimmst du auch das Risiko, dass sie sich mal durchkombinieren. Und da haben wir im Aufbau einen Fehler gemacht und sie sind direkt in die Umschaltbewegung gekommen. Wir haben das nicht gut geschlossen, das Zentrum nicht gut geschlossen. Und dann kann das natürlich auch immer wieder passieren, dass du dem Gegner dann eine Möglichkeit gibst, Tore zu machen. Aber das ist eine Mannschaft, die auch gerne Fußball spielt, die auch viele Strafraumszenen kreiert mit hohen Außenverteidigern. Und ja, da war das vielleicht jetzt mal passend, dass wir das so gemacht haben. Ob das jetzt in Aue dann genauso sein wird, werden wir uns dann in den nächsten Tagen mit beschäftigen. Aber es ist immer ein Mittel zu sagen, du ziehst dich mal zurück und lässt den Gegner mal das Spiel machen. Na klar. Gibt es weitere Fragen? Das ist nochmal Patrick Franz. Ja, ich hätte gern von beiden Trainern noch ein Wort zu den Hauptmann-Brüdern, die heute ja einen großen Anteil auch mit daran hatten, dass man so ein verrücktes Spiel gesehen hat. Bitte. Ja, ich glaube, der eine ist Linksfuß, filigran, unglaublich guter Fußballer. Ja, bei uns hatte heute Marius ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Viel, viel Tempo, Rechtsfuß. Ich glaube, beide zusammen, ein Spieler wäre vielleicht ein Nationalspieler geworden. Ich weiß es nicht genau. Aber müssen erstmal die 7 Gegentore verkraften. Aber beides tolle Jungs. Ja, kann ich mich nur anschließen. Hat der Vater Hauptmann hat einiges dazu beigetragen. Hat viel mitgegeben. Also hat er gute Jungs. Ich glaube, die haben noch einen, oder? Kann das sein? Haben die nicht 3? Ja, also die beiden, die wir jetzt gesehen haben, ich glaube, das sind gute Jungs, da hat er seine Gene gut weitergegeben.
Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise nach Lübeck und wir sehen uns dann am kommenden Wochenende beim Derby gegen den FC Erzgebirge. Bis dahin, macht's gut, tschüss.